Viele von uns nehmen das Zocken ernst und überlegen auch hier, genauso wie im klassischen Sportbereich, wie sie ihre Performance steigern können. Wir haben uns mit Möglichkeiten beschäftigt, wie du nicht nur deine Leistung beim Gamen verbessern, sondern auch deine allgemeine Leistung steigern kannst. Der gesellschaftliche Wandel hin zu einer Anerkennung von Computerspielen als sportlicher Wettkampf, der sogenannte E-Sport, ruft natürlich auch die Neuropsychologie auf den Plan. Heute lernst du ein paar Psycho-Hacks, mit denen du deine Leistung beim Gamen verbessern kannst. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Gamen für dich nur ein Hobby ist oder ob du professionelle Ambitionen hast. Wir haben uns zuerst Gedanken darüber gemacht, in welche Grundbereiche man die Anstrengungen investieren soll. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass für die Mehrzahl der Spiele, die vor allem im kompetitiven Bereich ausgetragen werden, die Reaktionsgeschwindigkeit, die Konzentration und das logische Denken von immens entscheidender Rolle sind. Reaktionsgeschwindigkeit. Hierbei ist gemeint, wie schnell du auf einen bestimmten Reiz reagieren kannst. Diese Fähigkeit ist natürlich immens wichtig, denn wenn du es schaffst, vor deinem Gegner auf einen Reiz zu reagieren, dann hast du einen wertvollen Vorteil. Im Folgenden wollen wir besonders auf die mentale Reaktionsgeschwindigkeit eingehen. Also, hier sind unsere Tipps. Nummer 1. Minimiere Ablenkungen. Versuche dich möglichst von anderen störenden Reizen abzuschirmen und dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Darum solltest du möglichst ablenkende Musik minimieren, setz dir am besten Noise Cancelling Kopfhörer auf oder benutze White Noise zur Maskierung von störenden Geräuschen. Dieses weiße Rauschen lenkt dich nicht ab, sondern hilft dir dabei, Störgeräusche als weniger laut oder ablenkend zu empfinden. Ein Beispiel für ein weißes Rauschen wäre zum Beispiel das Geräusch eines Föhns. Es gibt hier aber schon zahlreiche nützliche Apps, die dich mit White Noise versorgen. Übe dich auch im Alltag, schnelle Entscheidungen zu treffen. Wenn du im Alltag bemerkst, dass dich etwas viel Zeit kostet oder du schneller sein könntest, dann feuere dich selbst an, indem du dir zum Beispiel schneller, schneller sagst. Wenn du das einige Male wiederholst, dann gewöhnst du dich an den Stress, der mit den schnellen Entscheidungen einhergeht. Lerne schneller zu lesen. Stoppe am besten einmal die Zeit, die du benötigst, wenn du eine Seite durchliest. Dann übe am besten, dass du immer weniger Zeit benötigst, damit du den Inhalt liest, aber natürlich weiterhin den Text verstehst. Übe das mit verschiedenen Textarten, um gedanklich flexibel zu bleiben. Nummer 3. Konzentration. Es handelt sich hierbei um eine willentliche Fokussierung der Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Tätigkeit. Manche Menschen können sich dabei so gut konzentrieren, dass man sie nur schwer von außen ablenken kann. Sie befinden sich dabei wie in einem Tunnel. Die Konzentration lässt sich sehr gut dadurch trainieren, wenn du es schaffst, dich einen bestimmten Zeitraum von nichts und niemanden ablenken zu lassen. Nach jedem Mal, wo du dich eine Zeit lang erfolgreich konzentriert hast, speichert dein Gehirn diesen Erfolg und weiß es das nächste Mal schon ein bisschen besser, wie es sich gut konzentrieren kann. Nummer 4. Verzichte daher auf Multitasking und Hände weg vom Smartphone. Hier sind sich einige Studien einig. Multitasking ist Gift für den konsequenten Fokus. Wenn du dich wirklich konzentrieren musst, dann ist es nicht besonders sinnvoll, wenn du nebenher isst, Musik hörst oder mit jemandem nebenbei sprichst. Wenn du dann in einer Konzentrationsphase bist, dann ist es auch immens wichtig, dass du dein Handy auf lautlos stellst. Sonst kann dich ein Klingelton oder die Neugierde auf die neue Nachricht sehr schnell aus der Konzentration reißen. Nummer 5. Konzentration profitiert von Bewegung. Beim Gamen wirst du viel sitzen. Dann ist es natürlich wichtig, dass du auch regelmäßig dich bewegst, da dadurch auch unter anderem dein Gehirn besser durchblutet wird und deine Konzentrationsfähigkeit dadurch steigt. Benutze zum Beispiel am besten statt dem Aufzug die Treppe oder gehe generell öfters mal zu Fuß. Es ist ja auch kein Zufall, dass zahlreiche professionelle E-Sportler ein straffes körperliches Trainingsprogramm absolvieren müssen. Nummer 6. Meditation. Hier natürlich eine der effektivsten Leistungsbooster schlechthin. Die Meditation. Wenn du regelmäßig meditierst, wirkt sich das sehr positiv auf dein Gehirn, deine Gehirnleistung und natürlich auf deine Konzentration aus. Durch die Meditation kannst du so deine Gehirnleistung effektiv trainieren und profitierst ganz nebenbei noch von zahlreichen anderen positiven Wirkungen. Und nun sind wir schon auch bei dem Punkt des logischen Denkens. Diese ist sehr wichtig, wenn es darum geht, sich Strategien auszudenken und diese dann auch erfolgreich umzusetzen. Doch wie kann man dieses logische Denken am besten trainieren? Probiere neue Dinge aus. Ja, ganz recht. Eine tolle Methode, um logisches Denken zu trainieren. Wenn du etwas Neues ausprobierst, mit dem du wenig Erfahrung hast, dann kommst du so aus deinen Gewohnheiten super heraus und dein Gehirn muss sich mit etwas Neuem beschäftigen. Lerne zum Beispiel eine neue Sprache oder ein Musikinstrument. Nicht nur, dass du eine neue tolle Fertigkeit erlernst, nein, du wirst auch beim Zocken besser und kannst auch besser out of the box denken. Spiele auch andere Spiele, bei denen logisches Denken gefragt ist. Damit meinen wir insbesondere Brettspiele wie Schach, Dame, Scrabble und so weiter. Das stellt auch eine nette Abwechslung zum digitalen Vergnügen dar.
Lies Fiction. Ja, du hast recht gehört. Ein hocheffektiver Trainingspunkt, da du bei Fiction, zum Beispiel Science Fiction, dazu bewegt wirst, dich in anderen Kulturen oder Glaubenssysteme einzudenken. Das Schwarz- und Weiß-Denken wird reduziert und dein Geist wird flexibler im Wechsel von möglichen notwendigen Strategien. Du lernst dabei auch besser mit Ungewissheit und Uneindeutigkeit umzugehen und dadurch Angst und Unwohlsein abzubauen. Denn zu viel Angst und Stress lähmt dich eher beim Entwickeln von Strategien und Handlungsweisen, da du im Stress eher auf gewohnte Muster zurückgreifst. Mit diesen Tipps solltest du bald dein Leistungspotenzial als Gamer besser ausschöpfen können. Kanntest du schon einige unserer Tipps oder hast du selbst ein paar parat? Lass es uns doch in den Kommentaren wissen. Wenn du noch mehr darüber erfahren möchtest, wie dein Gehirn funktioniert, hier haben wir noch einige Videos für euch.